So, willkommen zur letzten Folge der ersten Aufnahme der 1.8 Staffel. Die 1.8 Staffel liegt jetzt zwischen der achten Aufnahme und der neunten Aufnahme. Ist halt so als Special dazugeschoben, wo halt auch der Schwerpunkt darauf liegt, dass wir uns mit 1.8 auseinandersetzen. Und gucken, was es alles Neues gibt. Und bisher hatten wir da schon richtig was zu tun. Obwohl, wie ich sag mal, wir haben erst einen Bruchteil wirklich von dem gesehen, was mit 1.8 dazu kommt. Wir haben keine NPC-Städte gesehen. Wir haben den Dungeon und wir haben die Dungeons, die neuen, noch nicht gefunden. Wir haben keine Todesminen gesehen. Keine Melonen angepflanzt. So. Ey! Oh. Nee, der hätte da ruhig bleiben können. So. Verdammt, jetzt ist auch noch das Glas kaputt. Na, zum Glück haben wir genug. So. Ach, von hinten ist auch schon alles zugewachsen. Ah, am besten wir machen eine Runde ums Haus. Ah. Da. Ja. Ich hoffe, wo man die einmal wegerntet, dass da auch keiner mehr wächst. Das wäre schön. Aber so schlau wage ich zu bezweifeln. Wer braucht musigen Cobblestone, wenn er Ranken hat? Ach, der Blöckst, der ist jetzt auf beiden Seiten kaputt gegangen. Aber mein Gott. Ach. So. Okay, ist nicht so schlau, wie ich dachte oder gehofft habe. Etwas schnell, der Gute im Wachsen. Und das machen wir uns jetzt zunutze. Denn wenn man guckt, von außen sieht ja diese Mauer jetzt noch nicht so aus wie der Renner. Und da das ja keine Hindernisse oder Hilfsmittel vom Monster darstellen, würde ich sagen, wir pappen die jetzt einfach hier dran. Und lassen sie wachsen. So. Ei. Und wenn sie in dem Tempo weiter wachsen, wie wir es gewohnt sind, dann werden wir hier bald. So. Ha! Perfekter Weitsprung. Ah ja, stimmt, das Sprintsystem. Das hatten wir uns, glaube ich, heute auch noch nicht angeguckt. Juhu! Und dann kann man richtig weit springen. So. Glas wollte ich noch bearbeiten, genau. Da. Glasplatten baut man so. Auch sofort 16. Und ich denke mal, ja, das könnte vielleicht der Vorteil sein, dass Glasplatten nicht zuwachsen, weil die... Probieren wir jetzt einfach mal. Der Vorteil bei Glasplatten ist, wenn man es kaputt macht, kriegt man es wieder. Das heißt, es hat schon einen riesigen Vorteil im Vergleich zu Glas. Dass man es quasi recyceln kann. Ja. Was vielleicht auch daran liegt, dass Notch das gemacht hat, weil halt diese Glasplatten wesentlich schneller falsch gesetzt sind als normales Glas. So, wir machen jetzt einfach mal das ganze Haus damit.
Ich finde, das sieht auch nicht schlecht aus, wenn das hier so ein bisschen eingedingst ist. Da können wir von mir aus die massiven Platten drin lassen. Ja, ich finde, das macht auf jeden Fall mehr her. So, wir schmeißen jetzt mit dem Stein hier die Scheibe ein. Perfekt. So, nächstes Mal gucken wir da mal, dass wir was Neues finden. Jetzt haben wir den Untergrund, die Ritze, die Weltenritze kennengelernt. Als nächstes wollen wir was anderes sehen. Also suchen wir uns auch was anderes. Ach, nochmal ein ganzes Stack. Es spart auf jeden Fall auch Glas insgesamt. Huch. Ja, hier möchte ich dann nächstes Mal auch das Häuschen reinsetzen. Und hier hinten möchte ich was anlegen. Also meinen kleinen privaten Garten, so gesehen. Und wir gucken mal, dass wir vielleicht endlich mal Schleim finden, dass wir Pistons machen können, richtige. Also Klebepistons. Oh, da hatte ich eh einen vergessen. So, da vorne müssen die Glasblöcke liegen bleiben. Wenn diese hier gibt es halt nur im Stehen. Und nicht im Liegen. Quatsch. Hier müsste ich auch noch Türen reinsetzen vielleicht. Obwohl, die könnte ich mir hier auch sparen. Solange es keine fliegenden Mobs gibt, bin ich da recht sicher. So. Eine Etage kommt danach noch. Das Inventar sortieren, das machen wir dann nächste Mal. Wir holen ja langsam sowieso alles, was in der Burg noch rüber muss, hier rüber. Ja, hier hätte ich dann... Obwohl... Fuck. So. Ist natürlich jetzt nicht hier runter gesprudelt, weil hier ist ja eine Leiter und Wasser geht nicht durch Leitern. Mal gucken, ob es irgendwo was kaputt gemacht hat. Vielleicht hier? Nein. Von außen. Sieht auch nicht so aus. Nein, sieht immer noch so aus wie vorher. Und zwar gemütlich. Habe ich gerade von gemütlich gesprochen. Na. Ja, wir gucken nochmal schnell, was unsere Ranken machen, die wir gepflanzt haben. Wir könnten ein Kürbisbeet anlegen. Die sollen sich ja auch vermehren. Und, die wachsen runter. Ja, und seitwärts wachsen sie auch. Also genau wie es geplant ist. Und ich habe die sichere Burg verlassen. Mitten in der Nacht. So,
Was ich jetzt noch testen möchte, das ist, ob das Bett da auch gut steht. Ha. Hat doch perfekt gefunktioniert. Es hat sogar aufgehört zu regnen. Das heißt, ich brauche die letzten 5 Minuten nicht mal schreien. Nochmal unsere Pilze begucken. Ah, schön. Schöne Sache. So. Ich habe es mir übrigens überlegt. Ich werde morgen, also Sonntag, was eigentlich für mich unüblich ist, dass ich Sonntag Sachen hochlade, werde ich die erste Folge hochladen, um euch die Staffel 1.8 schmackhafter zu machen. Hier wird es komplizierter. Ich muss das irgendwie alles mal aufbrechen und dann wirklich alles ausleuchten hier. Oh mein Gott, zumindest ist die Ecke jetzt schon mal clear. So, die Pilzecke. Sieht vielleicht auch so ein bisschen wie ein Schweinestall aus. Vielleicht können wir da irgendwann mal ein Schwein reinsperren oder ein Schweinezombie oder sowas. Was es auch sein wird, es wird auf jeden Fall lustig und unterhaltsam, hoffe ich zumindest. Was macht unsere Pilzfarm? Oh, gut gewachsen. Besser gewachsen. Waren das eigentlich nur meine Fußabdrücke hier? So, beim nächsten Mal werden wir dann mal gucken, ob Kürbisse wirklich grown, also sich fortpflanzen. Und diese Fackeln möchte ich auch mal irgendwann durch Glowstone austauschen. Ah, das wird sicher noch dauern. Ah je, so viel's dazu, das wächst die Fenster nicht zu. Ah, es ist trotzdem schön. Auch wenn es ein bisschen Arbeit bedeutet, ab und zu mal die Fenster sauber zu machen. Oh mein Gott, im echten Leben muss man auch Unkraut jäten. Und wir gedenken nochmal jetzt in der letzten Minute dieser Aufnahme an den 5-Felder hohen Kaktus. Und ich verabschiede mich und hoffe, dass morgen oder zur nächsten Folge, ob die gleich ist oder morgen, keine Ahnung. Auf jeden Fall hoffe ich, dass bis dahin die Final da ist. Mit noch ein paar Futuren wie den neuen Sounds und Bugfixes noch und nöchern. Und ich hoffe auch, dass die Ranken nicht mehr ganz so stark wachsen. Im Sinne, macht's gut. Und macht ein bisschen Werbung für meine Let's Plays. Tschüss. Nee. Da ist Tschüss.